perfekt. Hallo Freunde des Lichts. Jetzt habe ich heute meine Strecke hinter mich gebracht. Eine richtig schöne Tour. Es werden so 20, 22 Kilometer etwa gewesen sein. Muss ich nochmal genau nachschauen. Jetzt ist schon Richtung Abend. Wir haben 16.30 Uhr Januar. Es wird wohl in einer Stunde bis maximal eineinhalb Stunden dunkel sein. Das heißt also, es wird Zeit, dass ich mein Nachtlager aufschlage. Und das mache ich jetzt gerade mal. Ich habe einen schönen Platz gefunden und da schauen wir mal. Man hört es, die bläst sich selbst auf. Aber man kann auch ein bisschen nachhelfen. Ich verwende gern einen Ultralight-Schlafsack, nicht weil ich auf Ultralight unbedingt stehe. Er hat ein winzig kleines Packmaß und geht laut Herstellerangabe bis minus 1,5 Grad Celsius. Das ist an sich nicht das Maß der Dinge. Jeder hat sein eigenes Kälteempfinden. Im selben Schlafsack, in dem die eine Person nicht friert, friert eine andere Person. Deswegen, das Kälteempfinden ist immer sehr persönlich. Diese Angaben auf dem Schlafsack sind lediglich für uns als Richtwert zu sehen. Aber ausprobieren muss man es natürlich selber noch. Jetzt, ich bin nicht so sehr kälteempfindlich. Also mir taugt das sehr gut. Ich gehe auch mit Klamotten, also angezogen in den Schlafsack rein und habe da nochmal meine Isolation und verwende auch noch, zeige ich gleich mal, nochmal einen extra Innenschlafsack. So ein Herbergschlafsack, ganz dünner, 100% Polyester. Ist auch eine Hygieneangelegenheit. Das heißt also, mein Schlafsack wird von innen wesentlich länger sauber bleiben, gerade weil ich mit Klamotten reingehe und ich muss ihn nicht so oft waschen. Waschen kann ich das Teil. Dem Schlafsack tut das Waschen nicht so sehr gut. Aus dem Grund ein Innenschlafsack. Hier habe ich noch eine Kopfkissenhülle. Aus der mache ich mein Kopfkissen. Und zwar werde ich dann die Jacke und andere Ausrüstungsteile, Weichausrüstungsteile hier reinpacken. Dann habe ich ein wunderschönes Kopfkissen. Ich mag das mit Kopfkissen. So,
Mein Setup steht in 12 Minuten. Ruckzuck aufgebaut. Die Plane geht jetzt hier noch über das Tarp raus, über die Tarpgrenze raus. Das Ganze einfach für mich auch wieder eine Hygienegeschichte. Je nachdem wie der Boden ist, ich kann mich auf der Plane aufhalten. Ich kann nachher meine Schuhe ausziehen, sie auf die Plane stellen, meine Ausrüstung hier ablegen. Bleibt alles relativ sauber. Das Feuer mache ich dann jetzt nachher anschließend hier vorne dran. Wenn ich aber zu Bett gehe, wenn ich nachher einen Schlafsack reinkriege, nehme ich diese Folie noch mit über meinen Schlafsack. Das heißt also, mache ich sie hier unterhalb der Kante des Tarps, sodass, falls es zum Regnen kommt, dass mir nicht Wasser auf der Plane unter den Schlafsack drunter läuft. Ist ganz einfach. Aber erstmal bleibt es noch auf. Und jetzt kommt das Feuer dran. So, zuerst mal zeige ich euch schnell, wie ich mein Tarp aufgehängt, also befestigt habe. Ihr habt gesehen, ich habe zuerst die Hauptline, die Mainline befestigt zwischen zwei Bäumen. Das kann man auch so machen. Dann habe ich jeweils den Top-Segel-Schot-Steak gemacht. Aus dem Grund, den Knoten kann ich leicht verschieben. Jetzt ist es locker. Oder ich ziehe den wieder straff. Genau das gleiche hier. An der Tarpleine ist der Top-Segel-Schot-Steak, weil ich kann das Tarp spannen, ich kann es locker lassen, wie ich gerade Lust habe. Und er hält vor allen Dingen. Hier in der Mitte ein einfacher Überhandknoten. Und hier dasselbe Spiel wie drüben. Ein Top-Segel-Schot-Steak am Tarp. Und ebenso hier an der Schlinge um den Baum. Dann habe ich hinten ganz einfach jeweils einen Stock genommen aus dem Wald. Habe darauf geachtet. Hier sieht man es ganz gut, habe darauf geachtet, dass der Stock solche Verzweigungen hat, solche Zweigchen, die lasse ich natürlich dran und damit kann die Leine vom Tarp nicht nach oben rutschen. Das ist ein ganz prima Hering und ich brauche keine extra Heringe mitschleppen, weil diese Heringe liegen überall in der Natur. Dann habe ich natürlich die Kopfhaube. Mit der Spannleine, also mit dem Seil, was sich an der Kopfhaube dran befindet, noch zugemacht, dass falls es regnen sollte, es wird wohl nicht regnen, aber falls es regnen sollte, kommt da auch nichts rein. Und so habe ich ganz einfach mit drei Heringen hier, also mit drei Naturheringen und einer Mainline hier rüber, habe ich ruckzuck mein Tarp aufgebaut. Schneller geht es fast nicht mehr. Schnellste Zeltbau ever. Nur ein Wurfzelt könnte noch schneller sein. So, jetzt habe ich alles zusammen, roundabout, 50 Minuten gebraucht, bis alles steht, inklusive Feuer. Ist okay. Ich lege jetzt so lange ein bisschen Holz oben auf, bis ich im Knüppelbau hier unten genug Hitze gebildet hat und dieser Knüppelofen von alleine läuft. Deswegen brauche ich so ein, zwei, drei Handvoll kleines, dürres, trockenes Zeug. Und dann läuft er von alleine. Und dann ist jetzt gleich Kaffeewasser dran. Und dann wird es gemütlich.
alles schläft. Kein Vogel zwitschert mehr. So ruhig. Geil. Ich habe hier zwei Stöcke in den Boden gerammt. Hier werde ich nachher meine Schuhe aufpflanzen, wenn die Flammen nicht mehr so sind, klar. Aber die Einlegesohlen nehme ich mit in den Schlafsack rein, dass sie richtig schön warm und trocken sind morgen früh. So, dann machen wir mal Kaffee. Ich habe auch Lampen dabei, die ich anmachen könnte. Aber wenn es nicht original ist, ist es nicht original. Das hört sich gut an. Aber ich glaube, jetzt muss ich doch mal kurz die Lampe anmachen zum Reinschauen. Oh, kleinen Augenblick braucht es noch. Wir haben jetzt so schätzungsweise 1-2 Grad plus noch. Also noch recht angenehm, so, aber jetzt kocht's. Ja, und wie? Na, wunderbar. Kaffee. Brauchen wir noch einen Löffel. Für solche Sachen braucht man halt Lederhandschuhe. Heiße Dinge anzufassen. Und da habe ich meine Ziegenlederhandschuhe. Das hört sich zwar toll an, Ziegenlederhandschuhe, aber sind ganz normale Arbeitshandschuhe. Und sehr dünnes Leder, man hat also einen sehr guten Grip, ein sehr gutes Gefühl, was man so macht. Für Minustemperaturen eher weniger geeignet, zum im Wald arbeiten oder Buschkräften. Da habe ich noch dickere Handschuhe. Aber für die Temperaturen, das ist ja jetzt nicht allzu wild. Das sind die ganz ideal. Und gerade Leder, weil Leder halt eben nicht schmilzt,
Kunststoffhandschuhe schmelzen dann doch schon weg. Ja, okay, der Rand ist auch lippenwarm. Aber der Kaffee ist noch heiß wie verrückt. Ach ja. Ich muss unbedingt noch ein paar Weihnachtskekse essen, weil sonst bin ich von extremem Gewichtsverlust bedroht. Das sind die letzten ihrer Art. Schön warm. Wir haben zwar jetzt Ende Januar und schon wieder kein Schnee, aber ich denke schon, dass es noch kalt werden wird. Ich glaube schon. Februar ist der Wintermonat und da wird es noch ordentlich kühl werden, glaube ich. Und da haben wir hoffentlich auch noch ein bisschen Schnee. Dann kann ich meinen dicken Schlafsack mitnehmen. So, jetzt muss ich ein bisschen Abstand nehmen. Wird mal zu warm. Schon geil. Das Schöne an solchen Buschkraft-Abenteuern ist ja an sich auch, wir machen das mit der Gewissheit, dass wir am Ende der Tour wieder zurück in die Zivilisation gehen, wieder schön zu Hause sind, alles um uns herum haben, was wir brauchen, müssen nicht mehr aus Dosen irgendwas essen oder sonst irgendwas, was Notdürftiges zusammenrichten. Doch eine andere Art, wir können wieder in Restaurants gehen, Pizza essen oder sonst irgendwas, ein Glas Wein trinken gehen. Das ist halt schon, beim Buschkraften ist es schon einiges anders. Aber es ist schön. Man hat auf jeden Fall sehr viel Zeit, über viele Dinge nachzudenken, den Kopf frei zu bekommen. So kommt man wieder auf neue Ideen. Auf einmal stellt man wieder fest, dass die Sorgen, die man geglaubt hat zu haben, eigentlich gar keine sind. Tja, wir sitzen nicht gern am Lagerfeuer. Ist immer eine schöne Sache. Ein guter Buschkaffee. Ha. Also mir gefällt es ja, wenn es im Feuer so knallt und knackt und die Funken teilweise wegfliegen. Okay, für Plastiksachen wie Plane oder so, oder wenn so ein Funken ans Tarp kommt, ist es vielleicht nicht so gut, ja. Könnte Löcher geben. Ja, aber mein Gott, ist halt so. Es lohnt sich schon zu überlegen, aus welcher Richtung der Wind kommt. Und wo man sein Tarp und wo man sein Feuer aufstellt. Man kann ja für so ein Knüppelfeuer kann man ja auch Buchen, Eichenholz und solche Dinge nehmen. Hartholz. Das knackt und spritzt nicht. Aber ich mag es ja gerade so, wenn es spritzt und knackt. Weil das ist original. Und wenn es nicht original ist, ist es nicht original. Yes.
ist so geil. Ist natürlich nur so geil, weil es auch nicht regnet. Wenn es regnet, so ein kleiner Unterstand, so ein kleines Tarp, ist nicht sehr spaßig. Aber geht auch. Das ist aber dann eher so eine Not, absolute Notunterkunft. Brennt es nicht schön? Super. Aber ich glaube, jetzt habe ich die Kamera lang genug laufen lassen. Es wird sich hier nichts mehr verändern. Es wird langweilig für euch zuzusehen. Ich gucke noch ein bisschen den Flammen zu und werde mich dann auch hinhauen. Mal sehen, wenn ich Lust habe, sehen wir uns morgen früh wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Meine wird es mit Sicherheit sein. Guten Morgen, Freunde des Lichts. Die Nacht war kuschelig, war nicht kalt. Also gefühlt haben wir jetzt auch nicht unter 0 Grad. Sehr angenehm, ich musste den Schlafsack aufmachen, der war noch zu warm heute Nacht. Und ansonsten, es hat nicht geregnet. Der Wind hat mich relativ in Ruhe gelassen. Es war eine traumhafte Nacht. Nachher später die vielen Geräusche im Wald, das Knacken, mal ein Scharren, bisschen Tierlaute. Das ist wie Meditation, mitten im Leben. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Kaffee machen. Also erstmal das Feuer anmachen und sobald das Feuer an ist, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Durch die Stelle mit dem abgebrannten Knüppelfeuer von gestern Abend habe ich natürlich eine hervorragende Grundlage, um ein Feuer sehr schnell und leicht zu starten. Ich habe Feuer gemacht. Hui! Ja, ich gehöre zu einem der wenigen Glücklichen, die früh am Morgen 7:30 vorm Feuer sitzen dürfen. Schönes kleines Lagerfeuer. So, dann richten wir mal den Kaffeetopf her. Besucher. Jetzt werde ich gleich meine Handschuhe brauchen. So lässt man sich das Leben gefallen. Arbeit, was ist das? Ja, so romantisch und verträumt, wie das auch hier aussieht, das Trapperleben ist alles andere als leicht. Aber für mich ist dann später, gegen Abend, das Trapperleben wieder zu Ende. So ein schöner Zweitagesausflug in die Natur, der hat was.
Also was man auf jeden Fall hat, wenn man so unterwegs ist, Zeit. Viel Zeit. So, ich werde jetzt noch meinen Kaffee austrinken, dann das Lager schnell abbauen und dann geht's weiter. Weil der Tag ist ja sowas von geil für Wanderungen. Ja, aber heute Abend ist das Faulenzerleben wieder vorbei. Da geht's wieder voll ran. So sieht der Lagerplatz zum Schluss wieder aus. Wenn nicht mal der Förster mehr erkennen kann, dass hier überhaupt jemand war, dann ist es wieder gut. So, dann geht's mal wieder ein Stück weiter. Ob ich über die Tour noch ein Video zusammenstelle, weiß ich nicht. Für jetzt, für dieses Übernachtungsvideo, wäre es einfach viel zu lang geworden. Aber zuerst mal bleibe ich jetzt wieder eine ganze Weile für mich. Werde euch also verlassen. Viel Spaß! Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, das Video bis zum Ende anzusehen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir hier unten unter dem Bild ein Like, also einen Daumen hoch, anklicken würdest. Falls du noch mehr Informationen haben möchtest und auch gleich informiert werden möchtest, wenn auf YouTube ein neues Video von mir erscheint, dann klick hier unten den Button abonnieren. Egal, was dir jetzt gefällt oder nicht gefällt am Video, was dir gefallen hat, vielleicht hast du Informationen, vielleicht glaubst du, dass etwas fehlt an den Informationen oder dass irgendwas anders sein müsste, würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar hier unten. Egal, ob dieser Kommentar positiv oder negativ ist, ich freue mich auf jeden Fall. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns. Und tschüss.